Matchtag minus 1 in Zenica. Die Nationalmannschaft trainiert direkt neben dem Hotel auf dem Trainingsplatz. Bei mir jetzt der Jan Stärker vom Volksblatt und der Ernst Hasler vom Vaterland, treue Begleiter der Nationalmannschaft. Ernst Hasler, du bist vor 12 Jahren schon da gewesen, alles beim Alten in Bosnien. Nein, es hat sich ein bisschen verändert. Es hat eine gewisse Aufbruchstimmung gegeben, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man jetzt vom Flughafen in Sarajevo weggefahren ist, sieht man immer noch vereinzelt Häuser mit Einschuss von Bosnienkrieg in den 90er Jahren. Und es ist sehr besser geworden als damals. Aber was auch noch war, ist, dass auf dem Weg rauf eine Autobahn hat es gegeben. Hat es damals auch nicht gegeben. Damals kann ich mich erinnern, sind wir zweimal auf- und abgefahren. Hat man fast 2 Stunden gebraucht und jetzt hat man noch knapp 1 Stunde gebraucht. Also es hat sich etwas getan. Denn hier in der Stadt habe ich auch den Eindruck, dass die Stadt ein bisschen aufgeblüht ist. Es hat hier einige moderne Gebäude, die es damals überhaupt nicht gab. Also von dort her, rein optisch hat sich ein bisschen etwas getan. Zum Guten natürlich. Und es, ja, wir schauen einmal, wie das Fußballerische aussagt. Sportlich hat sich bei Bosnien sowieso etwas getan. Zum Sportlichen, Jan Stärker, du, wie angetönt, bist auch immer dabei, wenn die Nationalmannschaft spielt. Wie ist die Qualifikation, die ganze WM-Qualifikation jetzt, wo sie kurz vor dem Abschluss steht? Wie ist sie aus deiner Sicht verlaufen? Im Prinzip eigentlich gut, bis aufs erste Spiel gegen das 1-8 gegen Bosnien-Herzegowina in Vaduz. Das war natürlich eine herbe Klatsche, muss man ehrlich so sehen. Danach eigentlich immer gut mitgespielt, knapp verloren, 2 Unentschieden rausgeholt. Nur leider das letzte Spiel in Litauen, die erste Halbzeit ganz schlecht gewesen, wo es dann schon 2-0 zur Pause auch stand und dann 2-0 am Ende. Da hätte man natürlich auch gerade in der ersten Halbzeit noch viel mehr Tore kassieren können. Das war so ein kleiner Rückschlag von einer bisher eigentlich guten Qualifikation nach dem ersten Spiel. Mhm. Ernst Hasler, du bist ein Urgestein vom Liechtensteiner Fußball. Es ist mit Abstand nicht die erste Qualifikation, die du mitmachst. Wie siehst du aufgrund von deiner langen Erfahrung, wie siehst du die Qualifikation? Ja, es ist ähnlich, was der Jan gesagt hat. Man hat wirklich einen sehr schlechten Auftakt gehabt. Dann ist noch der Trainerwechsel gekommen. Hat nachher einen Ruck durch die Mannschaft gegeben, das muss man ganz klar sagen. Hat ein neues Feuer gebracht, er hat ein bisschen andere Ideen. Tut eher gerne mal ein bisschen als Journalist mit Informationen bewusst so geben, damit man den Gegner natürlich auch noch warnt. Also seine Strategie geht meistens auf. Hat immer wieder mal etwas gefunden, wo wirklich erfolgreich war. Und die 2 Punkte sind noch belegt dafür, weil es ist letztlich da eine relativ starke Gruppe gewesen. Man hatte am Anfang noch die Hoffnung gehabt, dass man mit dieser Gruppe mehr als noch 2 Punkte holt. Aber unterm Strich muss man sagen, es ist eine relativ schwierige Gruppe, weil auch die anderen Mannschaften in dieser Gruppe, sei es Lettland, Litauen, die sind auch im Umbruch und haben noch einiges dazu zugelegt. Und Slowakei auf jeden Fall, die haben 2010er WM, sie haben Italien aus der WM rausgeworfen in Südafrika. Also, und Ding war Europameister im 2004 Griechenland. Da weiß man, da sind eigentlich wirklich gute Mannschaft in dieser Gruppe. Und Bosnien ist eigentlich das Nonplusultra. Hat jetzt den Umfaller gehabt, wird es nochmal spannend. Ob Liechtenstein das Zünglein an der Waage spielt, lassen wir uns überraschen. Ich wollte gerade fragen, Konstellation vor der Abschlussrunde, denen 2 Spiele, die noch sind, wie siehst du die Konstellation insgesamt in der Gruppe und für Liechtenstein natürlich? Also die Konstellation ist schon klar immer noch. Ihre Favoritenrolle ist jetzt Bosnien, weil sie direkt Begegnung 4 Punkte gemacht haben gegen die Griechen. Das heisst, wenn sie 2 Mal gewinnen, sind sie durch. Sie können sich also keinen Unfall leisten. Es wäre natürlich schön, wenn es so ist, dass man nachher sagen kann, Liechtenstein hat das Zünglein in der Waage gespielt, weil dann hat man einen Punkt geholt. Und dem muss man eigentlich nur noch Chapeau sagen. Okay. Jan Stärker, deine Einschätzung zu dieser Situation jetzt, die letzten 2 Spieltage? Es ist so, dass beide Gegner, Bosnien-Herzegowina und Griechenland, natürlich gegen unsere Mannschaft gewinnen müssen. Das ist ganz klar. Es ist A und O für beide. Schwierig für uns, ganz ehrlich, weil es die beiden stärksten Gegner eben sind. Es ist gerade auswärts immer schwer für die Liechtensteiner Mannschaft, dann auch Punkte zu holen. Und die Befürchtung ist eigentlich, wenn es bei Bosnien dann mal läuft, dann kann es halt auch wieder hoch werden. Und das ist, ja, da muss man schauen, dass man das möglichst lange die Null hält und dann, ja, dann schauen wir mal, was passiert. Okay, schließen wir die Prognose vor dem Spiel mit dem obligatorischen Tipp ab. Was liegt drin morgen? Also ich glaube, es liegt nichts drin. Es ist zwar immer, da würde ich da wieder böse Kommentare ernten, aber ich glaube mal ehrlich gesagt, dass es zu keinem Punkt reicht. Und wie sieht das der Ernst? Ja, ich sehe es so, dass es wird nicht reichen, weil Bosnien sind sich natürlich der Ausgangslage bewusst. Sie werden Gas geben und wichtig ist, dass wir mutig sind, dass wir auch vielleicht ein Goal machen. Und darum rechne ich 4-1 in der Lage.